Im Bad, beim Pool, an Wänden oder im gesamten Wohnbereich. Fliesen sehen mittlerweile aus wie Holzböden, haben Teppichstrukturen oder Blumenmuster. Nicht nur Mittel zum Zweck, sondern auch als Designelement im Einsatz. Das haben Christoph Wollmuth und Markus Scharinger vor 6 Jahren erkannt. Die Firmengründung damals eher unspektakulär. Grundsätzlich hat es begonnen bei uns in der elterlichen Garage. Ich bin selber gelernter Fliesenleger, ich habe das vor 20 Jahren gelernt. Dann gibt es einen Geschäftspartner bei uns, das ist der Markus, das ist mein Geschäftspartner. Der ist eigentlich ein Quereinsteiger. Der Markus und ich, wir sind miteinander in den Kindergarten gegangen, wir sind miteinander in die Schule gegangen. Dann nachher haben sie einmal die Wege in der Schule getrennt. Dann sind wir nachher wieder zusammengekommen, dann haben wir sie miteinander selbstständig gemacht. Und seit dort betreiben wir eigentlich die Firma Keramo miteinander. Es ist auch ein Erfolgsgeheimnis, dass wir das miteinander machen, dass wir zu zweit sind, da fallen Entscheidungen einfach leichter. Ein Garagen-Startup, das mittlerweile 20 Mitarbeiter hat. Christoph Wollmuth und Markus Scharinger holen die Fliesentrends aus ganz Europa ins Müllviertel. Wir haben Serien, die es nur bei uns gibt, die sind exklusiv bei uns, geht von Großformat bis zu ganz kleine Formate, von Mosaike, das wird eigentlich wieder ein Riesentrend und von den Stilrichtungen ist momentan Retro-Look. Ja, die grundsätzlichen Vorteile der Keramik, der Fliese, sind einfach, dass sie kratzfest sind, dass Flecken abweisend. Du kannst was ausschütten und du hast keinen Fleck in der Oberfläche. Das ist eigentlich das einzige Material, was sehr, sehr viele Vorteile hat. Am Standort Helmholtz wurde umgebaut und erweitert, die Zentrale in Peilstein auch. Hier ist das große Lager von Keramo, das Müllviertler Unternehmen auf Erfolgskurs. Die Anfragen kommen mittlerweile auch schon aus dem deutschen Raum, über die Landesgrenzen. Produkte des Müllviertler Duos sind gefragt.